So, jetzt fahre ich ins Auktionshaus und meine Bieternummer werde ich nämlich heute umtauschen. Jedes Jahr bekommt man eine neue Bieternummer, die gleiche Nummer, aber in einer anderen Farbe, damit man sieht, dass man noch aktuell ist, dass man noch der gleiche Bieter ist, dass man noch lebt. Das werde ich jetzt machen, mal schnell hinfahren und nachher holen wir Geschenke. Meine Tochter hat morgen Geburtstag, die Kleinste, wird morgen 2 Jahre alt. So ist der Plan. So, da bin ich, jetzt tausche ich die Nummer. Ich war gerade meine Nummer abholen und hab was Schönes gesehen. Und zwar haben sie dort Lampen, nagelneue Lampen. Großer Posten. Ich kaufe ja auch gerne Restpost, weil es sich meist natürlich um Neuware handelt. Und Neuware ist neu und du hast keine Probleme damit. So, jetzt ist wieder so eine Gelegenheit da. Ich könnte sowas kaufen. Eine Europalette voll mit Lampen. Ist noch 11. Ich habe die Auktion nicht bekommen, aber ich hole jetzt einen Auftrag ab dem Fahrrad. Ja, der Bobel ist auch überall. Haben wir jetzt hier getroffen, da ruft er das Bild. Na hey, ja. Ja, ja. Nee, aber wie sie bei mir das oben guck, das da Rohr gemacht haben. Ja, haben sie den Sauer hier benutzt. Haben sie gleich sauer ran und gleich abgesaugt, den Schutt. Ja. Haben überhaupt keinen Dreck gehabt in der Wohnung. Also, vorbildlicher Handwerker. Ja, muss auch sein. War bestimmt aus dem Hause Schneider und Co. Das muss auch sein. Ja. Wer soll denn das wegräumen, wenn du... Na du denn am Ende. Ja, hast aber auch Ältere, die können das nicht mehr. Aber du kannst es. Fällt mir ein bisschen schwer, aber... Schaffst du. Müsst du noch schaffen. Ja, aber genau. Ja, jetzt nehmen wir den Probeschlein mit nach Hause. Mit nach draußen nehmen wir nicht. Ja, Mensch, den Auftrag habe ich abgeholt und dann habe ich gleich noch in dem Trödelladen nebenan noch ein paar Badezimmerschränke gekauft, die ich erstmal hier hingestellt habe, sozusagen getauscht habe gegen unseren alten verrotteten Schrank, den und den. Das müssen wir nachher noch einräumen, alles. Ja, ich glaube fast 5000 Euro. Wer hat, der kann. Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Ja. Drogengelder muss man nicht versteuern, oder? Kannst ja geschmeichelt fühlen, Dennis. Ja, tut ja auch. Ist ja unglaublich. Du darfst hier übernachten. Ja. Wir haben ja ein Gästebett. Eigentlich haben wir ja Betten genug, wa? Weil ich meine, keiner schläft mehr da drüben in den Betten. Ihr schlaft alle zu fünft in dem Bett da drüben. Wir haben eigentlich Betten genug. Also wenn noch einer bei uns übernachten möchte, einfach melden, wa? Einfach mal. Schreibt eine Mail an Übernachtung bei Tommy. Da gibt es nämlich nicht die Seite, könnt ihr ruhig hinschreiben. Da hängt was dran. So, hier habe ich eine Bernsteinkette zusammengefiedelt wieder. Ich muss aber gehen. Der Dennis geht, der sagt doch, der hat jetzt, wo sie Kassler machen. Oh mein Gott. Dann bleibt mehr für uns. Aber habe ich nicht gesagt, dass ich... Pech gehabt. Tschüss, Dennis. Macht gut. Bis morgen. Ja, ich weg. Dennis, ich weg. Guckst du nach dem Wein? Mama hat Kassler gemacht. Und dann wäre ich nicht da. Dann wäre ich da. Heute Morgen hast du noch gesagt, du willst nicht. Das habe ich schon ausgetrunken. Und zwar hatte doch mal eine Sekunde. Wir sind keine Symbiose. Keine Symbiose? Guck dir mal Puppelsymbiont an. Ah, mit dem Puppelfinger. Ah, mit dem Puppelfinger. Ah! Symbiose. Du kommst an, ich halt auch ab. Was von Dennis war? Slow-Mo Shot. Eis. Guck mal, jetzt sind wir schon fertig und Mama will heute nicht. Was habt ihr denn alle mit der Kamera? Nein. Ja, und jetzt geht's los ans Vorbereiten. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für heute. Heute war es echt total wenig. Alles gut, alles schön.
Die Auktion hat nicht geklappt. Okay, das Fahrrad kann ich heute nicht reparieren. Okay, wir waren aber jetzt gerade noch Spielzeug kaufen, also Geschenke kaufen für die Kleine. Ja, dann schaue ich mal, wann ich die Reparatur mache. Ja. Dann wird hier noch ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen schick gemacht. Also, naja, müssen wir Gäste empfangen morgen. Ja, und das machen wir. Also so sieht das aus. Das ist es von mir für jetzt und damit schließe ich. Und dann sehen wir uns morgen. Ist nur ein kurzer Abriss heute. Dann sehen wir uns morgen. Vielleicht schneide ich dazu her alles erstmal nur zusammen. Und veröffentliche morgen. Kann ich auch. Ja, mal gucken.